Guten Morgen, Penny ist schon wieder raus. Ach, die blöde Penny. So. Hey Penny, ich habe gehört, ich muss wieder ran. Danke für ein großartiges Jahr, Case. Ich freue mich darauf, das nächste Jahr zusammen zu sein. Ja, ich muss dir dabei in die Augen gucken, sonst kriege ich wieder Ärger. Habe ich mir jetzt gemerkt. Hier. Ich weiß, dass du total auf sowas stehst. Wenn dein Herz voll ist, mache ich das auch schon nicht mehr. Weil ich keinen Bock mehr drauf. Weil ich keine Lust mehr drauf, dir Liebe zu geben. Wisst ihr, was geil wäre? Morgen Regen. Königin der Soßen. Oh, cool. Schwimmcocktail. Schöner sonniger Tag. Den ganzen Tag regnen. Es regnet an den falschen Tagen. Hi. Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Cool. Ich werde ihn in Ehren halten, in dieser Kiste. So, Vorbereitung. Vorbereitung. Ich weiß, dass nicht alles das überleben wird, aber wenn es nur ein kleiner Teil ist, ist es auch schon gut. Hauptsache, wir bereiten ein bisschen was vor. Habe ich immer so gemacht. Allein schon aus zeitlichen Gründen. Wenn es nur mal eine Ecke ist oder so, ich weiß es nicht. Wenn es nur mal eine Ecke ist, die wir nicht machen müssen. Wollten noch mehr Bienenhäuser da aufstellen, ne? Irgendwann in unserer Jugend mal. So hatte ich es gedacht, ne? Naja, so nicht, aber... Aber fast so. Da habe ich auch scheinbar hier gedacht. Ich weiß noch nicht mal, warum ich hier gedacht habe. Aber... Ja, das Stecken da oben. nicht ganz so funktioniert. Und wenn ein bisschen nur ist. Ich hoffe ja, dass es morgen trotzdem alles vernünftig aussieht. Dass nicht ganz so viele Steine und Müll hier überall rumliegt. Ich weiß zwar nicht, wie da im Jahreswechsel immer so ein Müll fabriziert werden kann, aber okay. Da wollte ich gar nicht. Das sieht aber auch nicht gut aus, was ich hier mache. Kostet ja auch alles Energie. Und dann müssen wir das Ganze ja auch noch gießen, damit es wirklich auch für den Tag gegossen ist. Ist halt viel Arbeit. Ich habe es übrigens auch überhaupt gar nicht mehr gezählt. Scheiße. Ach, wir kaufen einfach ein bisschen Freischnauze. Weiß nicht, wie gut wirklich die Idee ist, einfach per freie Schnauze zu kaufen, aber... Toll. Ich wollte es abbrechen, aber ich weiß nicht, wie ich es abbreche, ehrlich gesagt. Ja, das dauert jetzt schon den halben Tag. Und wenn wir damit nur ein bisschen helfen, ist schon ein bisschen geholfen. Das Wichtigste ist sowieso das große Feld hier. Und dann müssen wir gucken. So, die Lehmknödel nehme ich mit. Auch echt richtig knapp gerechnet hier alles, wa? Aber warum will ich eigentlich auch so viel haben? Gibt's dafür eine Erklärung? Kann mir die jemand liefern?
meine, man braucht ja eigentlich nicht mehr so viele Felder, aber... Es sieht halt aber auch cool aus, wenn alles befeldert ist, ne? Es sieht da halt auch einfach cool aus. Finde ich persönlich, also... Immer ein großer Gewinn. Wir müssen auch irgendwo sehen, wo wir eine Rasenfläche eigentlich machen, ne? Wo wir mal Rasen anbauen können. Hier alleine das Aushacken dauert ewig. Ich hoffe wirklich, dass wir damit ein bisschen geholfen haben. Das hoffe ich wirklich. Vor allem müssen wir das Ganze ja auch noch gießen. So. Vor allem müssen wir das Ganze ja auch noch gießen. Hier kommt auf jeden Fall wieder Rasen hin bei denen. Bei unseren Tieren kommt auf jeden Fall Rasen hin, aber wir müssen auch so Rasen noch anbauen. Ich bin eine Ziege. Das sind typische Ziegengeräusche. Aber wollt ihr wissen, wie sich eine Ziege anhört? Also, das macht immer Ziegengeräusch. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich zeige allen mal mein Ei. Meine Tiere lieben es, wenn ich ihnen meine Eier zeige. Die sie natürlich gelegt haben. Nicht immer das, was ihr denkt. Schmuck. Warum bringt ihr in letzter Zeit so viel Müll? Was heißt Müll? Es ist eigentlich total cool, dass sie... ist besser als der Pilzkram, muss ich sagen. Weil hier kriegen wir viel mehr. Über den Zeitraum. Oder? Ist doch eigentlich besser. Ich find's besser. Weil diese Träne brauchen wir absolut gar nicht, aber wenn wir es nun mal haben. Habe ich... Ja, wir müssen das ja auch noch... Auch noch alles begatten hier. Oh Mann. Bedüngern. Habe ich Dünger? Dung und Dünger. Ich würde hier dein Gras hinmachen, ganz ehrlich. Hier kommt dann einfach Gras hin. Hier mache ich dein Gras so ein bisschen. Lass ich so ein bisschen wachsen da, also. Ein bisschen wachsen lassen. Hier habe ich Dung. No. Das kaufe ich einfach davon auch wieder einen ganzen Haufen. Ich weiß nicht, ob ich es noch irgendwo besitze. Ich glaube tatsächlich scheinbar ja nicht. So, aber ein Sprenkler habe ich noch. What can I be? What can I be? Hier könnte man zum Beispiel. Zack. Zack. Der ist da auch noch und dann wunderschön und so. Ja, keine Ahnung. Und hier machen wir dann auch so ein bisschen. Soll ich hier ein bisschen die Bäume fällen, damit wir hier ein bisschen Grasausbau haben? Vielleicht gar nicht mal so doof. Das Holz nehme ich trotzdem mit.
Dann kann hier nämlich so ein bisschen denn Gras wachsen. Steine will ich nicht haben. Wir sind eine Waldfarm. Da sind Steine nicht angebracht. Ich finde es das cool, dass immer dieser Weg frei bleibt, dass wir da hinkommen. Kiefernteer war auch für irgendetwas, aber ich glaube, das habe ich. Ah ja, stimmt, für die Dingsters. Für die Dingsters und für die Bumsters. Für die Wolle Dingsters. Mann, ihr wisst schon, was ich meine. Die guten alten Wolle Dingsters. Hier müssen wir uns auch eigentlich auch angewöhnen, im Müll zu suchen, weil man findet hier Schätze. Bei Clint und beim Museum findet man Schätze im Müll. Warum ist hier immer noch keine neue Aufgabe? Wo laufe ich eigentlich hin? Zur Insel komme ich ja noch nicht. Endlich wieder eine alte Puppe. Alte Puppe. Ja, vorbereitet haben wir jetzt soweit alles. Nochmal unsere Gießkanne auffüllen. Cool. Überlegen, hier einen Zaun hinzumachen. Weißt du? Aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Ich glaube nicht. Hier machen wir dann auch noch so ein bisschen. So ein bisschen Gras füllen dann. Sieht zwar nicht so schön aus, aber es ist halt auch ein bisschen hilfreich. Morgen wird so ein harter Arbeitstag, ey. Aber wir haben Kaffee dabei. Wir können dadurch schneller laufen. Kaffee macht uns glücklich, habe ich gehört. Wir müssen ein bisschen was ablegen, glaube ich, oder? Na, wobei, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, nee. Geld haben wir genügend. Also ich hoffe mal nicht, dass der Frühlingseinkauf über 200.000 kostet. Das wäre echt brachial viel. Das da unten waren irgendwann mit 210 oder so, aber ich lasse es auf mich zukommen. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Oh, das gibt so ein unangenehm dumpfes Klonkgeräusch, ne? Das mag ich nicht wirklich hören, wenn ich das in der Geodinisierer reinschmeiße. Dann gibt es so ein komisches Dunk und das. Ich kann leider so nicht sagen, was wir schon haben. So, haben wir sonst noch irgendetwas, was uns helfen könnte? Laufen wir schneller? Fischen wir? Ich weiß nicht, was hoch. Ich weiß nicht, wodurch ich Hofarbeit. Warum Hofarbeit, weißt du? Allgemein müssen wir mal voll kochen, ne? Maximal 50 Energie ist auch schön, ja. Wir können fast alle Rezepte, ne? Es fehlt nicht mehr wirklich. Ja, ein bisschen schon, aber wir müssen mal auch durchkochen. Müssen wir da eigentlich auch mal. Weil wir dadurch ja. Ich lege mal die ganzen Mineralien, von denen ich nicht weiß, ob wir die brauchen, hier oben rein. Nein, weil Kochen ja auch noch ein Erfolg ist. Da wir ja hier scheinbar Erfolge jagen. Ja, ich glaube, ich gehe aber jetzt schon mal ins Bett. Weil das sonst
Wir brauchen unsere ganze Energie. Bin mir nicht sicher, habe ich schon, doch ein Erdkristall habe ich doch garantiert schon mal hingegeben, oder? Mann. Ich wünsche, das kann man irgendwo einsehen. Und wie viele Erfolge? Guck mal hier, verschicke alle Gegenstände. Verschicke 15 von jeder Nutzpflanze. Aushilfe, oh, das ist noch ewig hin. Guck mal hier, 2 Mineralien fehlen noch. Die haben wir noch nie gesehen, dann werden wir die auch noch nie abgegeben haben. Guck mal, Artefakte haben wir ja sogar alle. Da kann ich doch hier reingucken. Aber warum fehlt uns denn der Schwanz davon? Also von dem Skeletttier. Fische ist noch lange hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gut, viele sind die seltenen Fische. Sowas hier, dieser Lampenfisch, den kriegen wir nur beim Nachtmarkt, wenn wir mit dem U-Boot runterfahren. Das ist noch eine Banane. Ich hoffe, die ist bald mal fertig. Das ist noch Frühlingsblume. Frag mich nicht. Frag mich nicht. Die uralte Frucht. Frag mich nicht. Immer noch ein Ahornblatt. Eine Kirsche. Die große Ziegenmilch. Irgendein Barren? Weil das hier ist ja eher die... Was ist das denn hier? Fischleich, ach so. Kann ich nicht mehr sagen, was die beiden Dinger hier sind. Aber wie gesagt, wir brauchen noch 2 Mineralien. Aber was fehlt uns denn noch? Wir brauchen noch 2 Mineralien. Alle Artefakte haben wir. Aber was fehlt uns denn noch im Museum? Habe ich hiervon irgendetwas nicht hingegeben? Sowas zum Beispiel oder so? Ich weiß es nicht. Oder ganz unoffensichtlich Erdkristall, wobei Erdkristall ist hier gar nicht drin. Oh, ich weiß es. Oder irgendwelche von den Dingern? Aber eigentlich, glaube ich, hatten wir mal alle... Da muss man sich echt mal durchgucken und aufschreiben. So, wir gehen jetzt aber erstmal ins Bett. Das muss man mal durchgucken und aufschreiben. Wir sind übrigens jetzt ins dritte Jahr. Wir rutschen jetzt ins dritte Jahr. Damit wir mal das Museum fertig kriegen. So wie Jade oder sowas. Hatte ich das vielleicht noch nie hingegeben? Dass uns wirklich so Kleinigkeiten fehlen, die wir noch nie... Ich weiß es nicht. Naja gut, morgen ist sowieso erstmal ein ganz anderer Tag. Morgen ist erstmal das dritte Jahr fängt an. Es fängt Frühling an. Und wir müssen anbauen. Also das wird morgen schon anstrengend genug. So, bis morgen dann zum richtigen Arbeitstag. Uiuiui. Ui, ui.